Geht es ihm besser? Er schläft. Schon seit wir zurückgekommen sind. Taya sagt, dass er bald wieder bei Kräften ist. Zumindest vorerst. Er hat etwas auf seiner Brust. Eine Schwellung. Versteinert. Der Fluch. Jeder Berg, den wir erklimmen, gibt den Blick auf den nächsten frei. Es nimmt kein Ende. Sogar der Himmel scheint sich davor verschließen zu wollen. Joshua wird wohl noch eine Weile schlafen. In der Zwischenzeit sehe ich am besten mal bei Otto vorbei. Hast du die zwei gesehen, die bei Taya eingetragen wurden? Also wenn du mich fragst, braut sich da was zusammen. Was sagst du zu dem Himmel? Otto, wie ist die Lage? Die Lage? Eigentlich wie immer. Abgesehen davon, dass es keine Mutterkristalle mehr gibt und der Himmel aussieht, als würde er uns auf den Kopf fallen. Und Gav? Der ist mit deinem Onkel nach Kanva und hilft dort mit ihren Plänen. Als das Wetter umgeschlagen hat, habe ich einen Stolas geschickt. Noch kam keine Antwort. Gibt's denn gar nichts Erfreuliches? Kommt drauf an, was du unter erfreulich verstehst. Also nichts. Was denkst du, sollen wir tun? Was? Ich? Ich bin nur der Bote. Die Denkarbeit überlasse ich den klugen Köpfen. Vielleicht haben Vivian und Harpo sich schon Gedanken gemacht, was jetzt auf uns zukommt. Vielleicht aber auch nicht. Frag sie am besten selbst. Gut, mach ich. Jedes Mal, wenn du das Versteck verlässt, stelle ich mich innerlich schon auf die nächste Katastrophe ein. Das Los des Dominiums ist aber nicht deine Schuld. Wer hätte ahnen können, was der Prinz tun würde? Tut mir leid, dass ich es nicht verhindern konnte. Meine Landsleute sind stärker, als du denkst. Ein paar eingestürzte Türme werden ihren Willen nicht brechen. Sie werden sich bald davon erholen. Das hoffe ich. Sieh uns an. Als hätten wir nichts Besseres zu tun. Trübsalblasen führt uns schließlich nicht zu einem Ausweg aus dieser Misere. Du glaubst, es gibt einen Ausweg? Vielleicht. Um ihn zu finden, müssen wir allerdings zunächst die Fakten analysieren, die uns bekannt sind. Unter dem unheilvollen Himmel breiten sich Furcht und Verunsicherung in Valisthea aus. Natürlich hatte das Land rund um die Mutterkristalle schon vor deren Fall zu welken begonnen. Doch nie wie jetzt. Die Kristalle, die Brunnen gefüllt und Herde befeuert haben, sind auf einmal so nutzlos wie funkelnde Felsbrocken. Und die Splitter, die die Menschen bei sich tragen, spenden nicht das ersehnte Licht, das sie vor der Finsternis schützt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis alle glauben, dass uns der Untergang der Welt bevorsteht. Allerdings befürchte ich, dass uns ein schnelles Ende verwehrt bleiben wird. Denn während große Teile der Welt verdorren, werden andere von Äther überschwemmt. Und alles, was lebt, wird akasisch.
Eine Marsch dieser seelenlosen Horden würde selbst die stärkste Nation nicht standhalten können, wenn sie sich nicht auf rettende Magie verlassen kann. Rosaria und das Eiserne Königreich drohen zusammenzubrechen, während Sanbrek seit der Tragödie von Dichasia in Starre verfallen ist. Um Dalmekia steht es nicht besser. Es heißt, dass die Minister nach dem Fall Drachenfangs die Hauptstadt fluchtartig verlassen und somit den Niedergang ihrer geliebten Republik besiegelt hätten. Balut scheint hingegen einem Plan zu folgen. Denn die Einherja wurde vor der Küste Stürms gesichtet. Du siehst, die Welt versinkt im Chaos. Wie sich herausstellt, ist unsere Zivilisation kaum mehr als ein zerbrechliches Kartenhaus, das bei der nächsten Erschütterung in sich zusammenfallen wird. Ein Kartenhaus. Nicht meine beste Analogie, aber treffend. Die Berichte unserer Leute waren weitaus direkter im Ausdruck. Ohne den Schutz ihrer Nation müssen die Menschen sich selbst den Kräften entgegenstellen, die ihnen ihr Eigentum entreißen wollen. Und das kann nur zu einem Ausgang führen. Einen Gutshof gegen ein paar Chocobo-Diebe zu verteidigen, ist eine Sache. Doch eine Armee lässt sich nicht mit Mistgabeln und Holzzäunen aufhalten. Sollte der König von Valut einmarschieren, gäbe es keinen Widerstand. Außer von uns. Lasst mich raten. Ihr möchtet mich über den Himmel befragen. Das habt ihr beeindruckend kombiniert. Darauf zu kommen war nicht sonderlich schwer, was den Aufruhr über den Wolken angeht. Dazu werden euch die Gefallenen mehr Antworten geben, als ich es je könnte. Und am sechsten Tage rissen die Götter die Sonne vom Firmament und brachten Dunkelheit über ihre hochmütigen Kinder. Sicher wurden die Sünden von Semekis auch euch in eurer Kindheit eingebläut. Wollt ihr etwa sagen, dass Ultima einer dieser Götter war? Nun, die Kräfte, die er besitzt, würden Sterbliche als göttlich betrachten. Er ist alles andere als göttlich. Er wäre nicht der erste Gott, den Grausamkeit auszeichnet. An Erzählungen mangelt es uns zwar keineswegs, doch historische Aufzeichnungen zu den Sünden finden sich kaum. Moss, der Chronist, wusste sicher mehr dazu. Bedauerlicherweise liegen mir seine Notizen nicht vor. Bitte verzeiht mir, Clive. Das kann ich nicht. Denn es gibt nichts zu verzeihen. Ihr steht uns immer mit so viel Wissen und Weisheit bei. Dafür stehen wir tief in eurer Schuld. Mal sehen, was Otto zu Viviens und Hippokrates Überlegungen zu sagen hat. Clive, wir haben ein Problem. Nur eins? Mal was Neues. Hast recht. Im Grunde sind es drei. So viele Stolas sind hier nämlich gerade reingeflattert. Vor Marthas Toren scharen sich wohl Akasische und Isabel lässt uns wissen, dass die Gegend um Nordstedt von Monstern heimgesucht wird. Und Dalimil auch. Lubor sagt, Banditen hätten sie überfallen. Das hat noch gefehlt. Das kannst du laut sagen. Die Fluchbrecher haben im Dominium gerade schon alle Hände voll zu tun. Und selbst wenn ich sie erreichen würde, kämen sie wohl zu spät, um noch helfen zu können. Das bedeutet, es kommen nur zwei Leute in Frage.
Jill und ich. Machen wir uns schnell auf den Weg. Sid, deine neue Begleitung macht ja deutlich mehr her als dein Onkel. Muss ich mir Sorgen machen? Ah, ihr kennt euch noch gar nicht. Jill, Clive hat mir viel von dir erzählt. Sicher alles Lügengeschichten. Wir haben gehört, dass Dalimil von Banditen geplagt wird. So ist es. Oder war es bis vor kurzem. Sie haben sich mit unserem Geld und Essen abgesetzt. Weißt du, wo sie hin sind? Tja, die Wüste ist groß. Die könnten überall sein. Bedauerlicherweise habe ich inzwischen dringendere Sorgen. Wie hast du mich genannt? Sag das nochmal! Ah, wie auf Kommando. Wie du hörst, sind wir noch bemüht, eine gemeinsame Antwort auf Dalimils Banditenproblem zu finden. Wenn wir so weitermachen, werden nicht die Namen der Banditen auf unseren Grabsteinen stehen, sondern unsere eigenen. Ich habe wirklich versucht, die Streithähne zur Vernunft zu bringen, aber auch die Wüstenhäsin hat ihre Grenzen. Sollen wir mal mit ihnen reden? Warum sollten sie auf uns hören? Warum sollten sie das nicht? Sie hat nicht ganz Unrecht, Sid. Ein Versuch kostet nichts, noch nicht mal sonderlich viel Zeit. Sie sind gleich da drüben. Dann mal einfach dem Geschrei nach. Wenn deine Männer tot wären, würdest du nicht solche Töne spucken. Blut für Blut, keine Diskussion. Wir heuern Söldner an, die machen dieses gesamte Pack einen Kopf kürzer. Und dann haben wir hier Ruhe. Und was machst du, wenn die Söldner genauso abgemetzelt werden wie deine Männer zuvor? Einfach noch mehr anheuern? Das Geld wäre 100-mal besser investiert, wenn wir neue Vorräte für uns davon kaufen. Söldner bringen nur noch mehr Blut vergießen. Und damit werden wir unsere Mägen nicht füllen können. Hast du gehört? Aber was ist, wenn sie zurückkommen? Vielleicht wollen sie deinen Kopf als Nächsten. Schluss jetzt. Alle beide. Noch ein Wort und ich werfe euch eigenhändig hinaus. Benehmt euch wie Erwachsene, dann reden wir weiter. Victor. Was macht er hier? Sid und Lady Jill, was führt euch hierher? Das wollte ich dich auch gerade fragen. Kostnice versinkt im Chaos und die Märkte könnten genauso gut schließen. Der Dornenkuss hier in Dalimil ist der einzige Laden, wo ich überhaupt noch an Waren komme. Deshalb war ich heute auch hier. Und dann hat Lubor mir von dem Streit erzählt. Er hoffte, ich könnte die streitenden Parteien zur Raison bringen. Aber wenn ihr hier seid, heißt das wohl, dass seine Geduld erschöpft ist. Wer sind denn die beiden? Das waren die Wortführer der beiden Parteien. Und der Grund, warum diese Stadt vielleicht bald so endet wie Kostnice. Schuld ist dieser verfluchte Himmel. Diese Finsternis treibt wirklich jeden in den Wahnsinn. Wie auch gut an dieser Stadt zu sehen ist. Der Himmel ist ein Problem. Der Streit das andere. Und dafür muss doch eine Lösung zu finden sein. Das hoffe ich. Ich hoffe es sehr.
Na, schönes Dilemma, oder? Für mich war das ein Raum voller verunsicherter Leute. Und sie haben guten Grund, das zu sein. Aber in eurer Lage könnten Angst und Streit gut das Ende der Stadt bedeuten. Ganz meine Rede. Ich bin ratlos. Im Grunde wollen beide Seiten nichts als ihre Heimat retten. Nur können sie sich nicht einigen, wie. Und solange sie nicht auf einen Nenner kommen, sind wir verwundbar. Und wenn es eines gibt, das Banditen anlockt, dann ist es leichte Beute. Was hätte Sid, der Geächtete, wohl getan? Tja, so wie ich ihn kannte, würde er sie einfach machen lassen, um einzuspringen, wenn sie alles in den Sand gesetzt hätten. Das klingt nicht nach der klügsten Strategie. Ja, momentan steuern wir hier auf eine Katastrophe zu. Aber bestünde die Möglichkeit, dass wir sie dazu kriegen, genau das selbst zu erkennen? Momentan ist nicht daran zu denken, dass sich einer von den beiden auf die Strategie des anderen einlässt. Aber wir könnten sie dazu bringen, ihre eigene anzuzweifeln. Und dann präsentieren wir ihnen eine dritte Option. Die da wäre? Uns aufzuraffen und die Stadt mit vereinten Kräften zu retten. Warum sollten wir streiten, wenn... Wenn all der angestaute Unmut auf die Banditen gerichtet werden kann. Mir scheint, als hätten wir einen Plan. Victor, du gehst zu Konrad. Red ihm irgendwie ein, dass er auf dem Holzweg ist. Ich gehe zu Natalia. Ich versuch's. Eure Gesichter sind in dieser Stadt eher unbekannt. Das könnten wir nutzen. Keine Sorge, Victor und ich übernehmen das Reden. Ihr müsst einfach nur mitspielen. Mitspielen? Womit er sagen will, ja, gern. Stell dir nur mal vor. Ah, da ist sie ja. Die Herren der Speere höchst selbst. Konrad, erlaube mir, dir Jayne vorzustellen. Die Anführerin der Rotschwingen, der ältesten Söldnergilde in den freien Städten. Ich bin geehrt, Milady. Die Freude ist ganz meinerseits. Also, wie gesagt, ich habe die Kommandantin aus Canva holen lassen, um sie unter Vertrag zu nehmen. Victor sagt, ihr hättet abgelehnt. Angeblich, weil ihr keine Männer mehr habt. Ist das wahr? So wahr ich vor euch stehe. Die Adligen haben alle unsere besten Kämpfer verpflichtet. Und nicht nur von uns Rotschwingen. Ihr kennt die 7 hohen Häuser? Jedes hat gut 3 Dutzend Schwerter unter Vertrag. Ein paar Knaben hätten wir noch übrig, falls die euch reichen sollten. Also, Konrad, du wirst doch nicht allen Ernstes behaupten, dass irgendwelche Hänflinge die Stadt besser verteidigen könnten als Dalimils tapfere Bürger. Dass ein Haufen bartloser Bengel eure gefallenen Kameraden rächen soll, statt dass ihr es selbst tut? Nur über meine Leiche. Die sollen noch sehen, mit wem sie es zu tun haben. Kaum zu glauben, dass das funktioniert hat. Konrad ist nicht unbedingt die hellste Kerze im Leuchter. Und ich wusste schon, warum ich dir statt Sid die Sprechrolle gegeben habe. Hut ab, Teuerste. Nun sieh sich einer meinen Laden an. Wenn ich meine Hacke gehabt hätte, dann hätte ich... Ich meine, irgendetwas wird man schon noch kaufen können. Und vielleicht kommen ja nicht sofort die Banditen. Schon? Ah, da ist er ja. Natalia, dürfte ich vorstellen, Lord Underhill von Randelas renommierter Kaufmannszunft. Lord Underhill. Zu euren Diensten. Underhill? Ich habe gerade von unserer jüngsten Unterhaltung berichtet, Milord, und davon, wie ihr die Lage der Händler in der Hauptstadt beklagt habt.
Lubor behauptet, dass die Kornspeicher so gut wie leer seien und der Krieg und die Fäule so verheerend, dass die Ernte nicht reichen wird, um sie für den Winter zu füllen. Ganz recht, leider. Genau so ist es. Der Adel der Hauptstadt kauft die gesamten Vorräte an Gerste und Wein, was die Preise in Höhen treibt, die das Volk nicht zahlen kann. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Bauern rebellieren. Es ist dramatischer, als ich dachte. Wenn es stimmt, was Lord Underhill sagt, dann fürchte ich, haben wir kaum eine Chance, unsere Lager aufzufüllen. Und wenn sie auch noch so leer sind. So sehr ich es begrüße, dass du versuchst, unsere kriegerisch veranlagten Kameraden von ihren Rachegelüsten abzubringen, fürchte ich doch, dass Konrad recht hat mit seiner Einschätzung, dass die Banditen zurückkehren könnten. Was bedeutet, dass wir jetzt, mehr denn je zuvor, sichern müssen, was uns an Habseligkeiten bleibt. Essen, Waffen, Kräuter, alles. Wenn unsere bescheidene Stadt nicht nur im Hinblick auf diese Prüfung, sondern auch in Zukunft bestehen soll, müssen wir zusammenhalten. Also gut. Es geht um die Verteidigung meiner Heimat. Ich bin dabei. Aber den Zirkus hier hättet ihr euch sparen können. Danke, Clive. Dein Auftritt war ja fast eine Offenbarung. Sie hat alles durchschaut. Na, es war ja auch nur fast eine Offenbarung. Gewirkt hat es trotzdem. Meine Späher sollten bald zurück sein. Wir treffen uns im Dornenkuss und dann sehen wir, wie es weitergeht. Ich habe den Verdacht, dass unser Gastauftritt nicht nötig gewesen wäre. Würde ich nicht sagen. Konrad schien recht angetan von dir. Mama, ich hab Angst. Oh, jetzt ist alles verdreckt. Gute Neuigkeiten, Sid. Konrad und Natalie scheinen ihre neuen Rollen anstandslos akzeptiert zu haben. Wer weiß, mit der Zeit werden sie vielleicht... Ich fürchte, Zeit ist ein Luxus, den wir jetzt nicht mehr haben. Deine Späher haben die Banditen also gefunden? Genau genommen haben die Banditen meine Späher gefunden. Allem Anschein nach marschieren sie aktuell auf Dalimil zu. Die ganze Meute. Das hat uns noch gefehlt. Sie wollen nicht nur essen, sie wollen sich die verdammte Stadt holen. Ich muss euch um einen Gefallen bitten. Die Banditen rücken wohl in zwei Gruppen an. Eine aus dem Süden und eine aus der Wüste. Zweifelsohne mit der Absicht, unsere hauchdünnen Abwehrkräfte überzustrapazieren. Schon verstanden. Jill und ich übernehmen die Wüste. Und den Süden... Den Süden, mein Freund, verteidigen wir, die Bürger. Ich weiß, wir gehen hier ein Wagnis ein. Aber wenn das hier Dalimil nicht eint, was dann? Du legst da eine Menge Vertrauen in diese Leute, die sich vor ein paar Minuten noch gegenseitig an die Gurgel wollten. Dann wird es an uns liegen, dafür zu sorgen, dass sie ihre Gegner nicht verwechseln. Und ja, ich meine uns. Ich wusste, dass das kommt. Wir versuchen, euch Zeit zu verschaffen. Das versuchen wir auch. Da kommen schon die Weiber aus der Stadt gerannt. Den übernehme ich. Sie versuchen uns zu überrennen. Sie gehören dir!
kommt noch ein! Hier drüben! Da, Torkan! Und die anderen? Haben sie durchgehalten? Ich höre keine Schwerter mehr. Was denkst du? Dass wir uns beeilen sollten. Natalia, ich muss mich bei dir entschuldigen. Deinem Einsatz verdanken wir es, dass die Schenke noch steht. Ohne dich hätte es gar keinen Einsatz gegeben. Du hast uns gerettet. Uns und die Stadt. Wir haben sie gerettet. Da hat aber einer seine Meinung geändert. Ich würde sogar sagen, zwei. Darf ich aus eurer Anwesenheit schlussfolgern, dass sich unsere Freunde aus der Wüste nicht mehr zu uns gesellen? Schade. Wir haben's geschafft, Cid. Auch wenn dafür erst eine halbe Armee Banditen anrücken musste. Aber, Victor, wen kümmern schon die Feinheiten? Wir sind übereingekommen. Und das ist alles, was zählt. Und zu dir, Cid. Du kämpfst deutlich besser, als du schauspielerst. Das nehme ich mal als Kompliment. Wenn dieser Mann nicht behandelt wird, wird er sterben.